Also die sind aber nicht in einem sehr guten Zustand, muss ich echt sagen hier. Die sind ja schon richtig verrottet. Na, hier ist ja gar nichts mehr drin. Kein Motor, nichts mehr. Und zwei ganz alte Kesselwagen. Aber nicht mehr in sehr gutem Zustand, kann man das nicht anders sagen. Das ist alles schon verwahrlost. Ja, ich würde sagen, ein Bahnhof ohne Gleisanschluss. Die Gleise sind alle demontiert worden hier schon. Tja, und hier wieder so ein paar Güterwaggons. Ich habe aber auch keine goldenen Zeiten mehr gesehen hier. Die sind schon ziemlich, was soll man da sagen? Wissen gar nichts zu sagen, aber die sind total hin. Alles schon total morsch, das ganze Holz. Tja, und die Spreer waren natürlich hier auch am Werk. Das ist ja nichts Neues. Ja, ich würde nur sagen, das vergammelt alles vor sich hin hier. Das ist alles nicht mal in einem guten Zustand, das ist nur noch verrottet, würde ich sagen.
innen drin auch Bewuchs schon. Naja. Ist ja wirklich schade drum hier. Da hätte man wirklich was raus machen können. Richtig schöne Museumseisenbahn oder dergleichen. Aber das sieht man ja, was hier ist. Alles überbuchert schon. Ich nehme an, dass das alles Wagen so aus den Anfängen von 1914 aufwärts sein, also ist. Und kann man schlecht sagen, ne? Mal gucken, ob hier irgendwo was steht, wann der produziert worden ist. Da ist nichts mehr zu erkennen. Ja, das war der letzte. Na, ich gehe mal noch ein bisschen weiter. Mal gucken, was hier noch Gutes gibt. Na, hier ist auf jeden Fall kein Gleisbett mehr. Hier wurde das Gleis demontiert. Es existiert also nicht mehr. Ein Bahnhof ohne Gleisanschluss. Kann man wirklich sagen. Scheint das nicht mehr weiterzugehen. Ist abgesperrt worden. Zugang verboten. Naja. Ich werde mal irgendwie versuchen, dass ich da noch ein bisschen reinkomme. Ich habe jetzt was getan, was nicht erlaubt ist, aber wollen wir mal sehen, was da kommt. Ja, ihr werdet es nicht glauben, es ist ein ehemaliger Tunneleingang. Hier sind auch noch ehemalige Einbuchtungen zu sehen, was so im Tunnel immer vorhanden ist. Scheint sich irgendwas zu tun. Wenn das schon hier so restauriert wird. Tja, und so sieht das aus, wenn es fertig ist. Aber einen Tunnel wird es wohl nicht mehr geben. Ja, und so sieht das von der anderen Seite aus, der Eingang.
vom ehemaligen Tunnel. Tja, und da vorne scheint noch ein alter Waggon zu stehen, so wie es aussieht. Tja, hier stehen noch drei alte Waggons. Für was die genutzt worden sind, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Aber ich werde auch nicht da reingehen. Ja, und danach enden die Gleise. Tja, dann wollen wir mal gucken. Jetzt geht es ein bisschen durch Natur. Und Schienenstrang. Tja, hier ist auch mittlerweile schon alles überwuchert. Die Natur holt sich das wieder alles zurück. Oh, die Schienen und die, ja, vor allen Dingen die Schwellen, die sind schon ziemlich morsch hier. Ein Zug fährt anscheinend hier unten noch, so wie es aussieht, ja. So wie das aussieht, hier sind das ehemalige Bauzugwagen gewesen. Sind natürlich auch schon arg mit angenommen. Naja, mal hier mal gucken, falls das zu sehen ist. Da wurde irgendwie Kabel ausgerollt. Mal sehen. Jo. Also dieser Waggon stammt aus den Jahre 1904. Aber was es direkt ist, das kann ich auch nicht sagen. Vielleicht habt ihr eine Ahnung und könnt mir das mal in einem Kommentar reinschreiben, was das gewesen sein könnte. Tja, wie gesagt, Bahnhof ohne Gleisanschluss. Aber das scheint sich irgendwas zu tun. Mal sehen. Hier komme ich auf jeden Fall noch mal vorbei. Ob das was wird, ist eine andere Frage. Das scheint eine deutsche Diesellokomotive gewesen zu sein. Von der Rheinbraun, wo das ist in Deutschland, weiß ich natürlich nicht. Also zwei Lokomotiven, so wie es aussieht.